Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Gute Arbeit, Commander. Sie haben die Biotika mit minimalem Kollateralschaden ausgeschaltet. Ich habe heute Unschuldige getötet, Admiral. Die Biotika haben es angezettelt, aber ich habe den Abzug gedrückt. Die Biotika hatten jeden Vorteil, darunter auch menschliche Schilde. Sie haben eine Handvoll Zivilisten verloren. Jede andere Einheit hätte Dutzende Unschuldige abschreiben müssen. Sie haben eine Menge Leben gerettet, Commander. Fünfte Flotte Ende. Wir sind Flüchtlinge. Sehr aufregend, Shepard. Ich frage mich, was der Rat mit uns machen würde, wenn sie uns erwischen. Ihr Vater hat doch einigen politischen Einfluss, oder? Er würde doch nicht zulassen, dass sein kleines Mädchen in den Knast geworfen wird. Sie kennen meinen Vater nicht. Der Diebstahl eines Schiffes gilt bei meinem Volk als großes Verbrechen. Er würde uns wahrscheinlich persönlich hinrichten. Die Normandy ist das beste Schiff der Flotte. Sie werden uns nicht erwischen. Ich hoffe, dass Sie recht behalten. Ich möchte mehr über Ihre Pilgerreise erfahren. Wenn wir erwachsen werden, verlassen wir unsere Geburtsschiffe. Aber die Schiffe nehmen nie. Wir gehen allein und diesen Fund übergeben wir dann dem Captain des Schiffes, auf dem wir heimisch werden möchten. Ich möchte mehr über die Geht. Ich kenne nur die Geschichte Ihrer Herkunft. Was Sie waren als... Ich möchte über... Zum Beispiel... Erzählen Sie mir... Leider mussten wir viele Freiheiten und Zivilisatoren... Ich möchte über... Zum Beispiel... Wie war Ihr... Aber mittlerweile bin ich alt genug, um zu würdigen, was er mir beigebracht hat. Ich möchte über... Zum Beispiel... Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Es ist wichtig. Stimmt etwas nicht? Es geht um die Daten, die Sie der Gate-Steuerungseinheit entnehmen konnten. Die Informationen, die Sie der Allianzkontrolle übermittelt haben. Ich möchte eine Kopie davon. Ich gehe davon aus, dass Sie diese Daten der Migrantenflotte übermitteln möchten. Diese Dateien enthalten Informationen, mit deren Hilfe wir die Gate vielleicht besser verstehen können. Sie könnten der Schlüssel dazu sein, unsere Heimatwelt zurückzuerobern.
Wenn ich Ihnen diese Daten gebe, ist Ihre Pilgerreise vorüber. Sie werden dann zu Ihren Leuten zurückkehren. Aber nicht sofort. Ich werde so lange bei Ihnen bleiben, bis wir Saren aufgehalten haben. Aber mein Volk braucht diese Informationen. Es wird Jahre brauchen, die Daten zu entschlüsseln und zu analysieren. Vielleicht sogar Jahrzehnte. Aber das ist es wert. Mit diesen Informationen können wir erfahren, wie sich die Geth in den letzten Jahrhunderten verändert und weiterentwickelt haben. Geht in Ordnung. Fertigen Sie eine Kopie an. Mein Volk und ich stehen tief in Ihrer Schuld. Ich werde sie nie zurückzahlen können. Ich kann Ihnen nur anbieten, was ich ohnehin schon versprochen habe. Dass ich bei Ihnen bleibe, bis wir Saren und die Geth besiegt haben. Mehr habe ich nie erwartet. Ich danke Ihnen, Shepard. Thank you.
Alle Ziele neutralisiert. Feind gesichtet. Dich mache ich fertig. Dich mache ich fertig. Entsichert und geladen. Verstanden.
Wir empfangen eine Transmission, Commander. Das sollten Sie hören. Seien Sie gegrüßt, Commander Shepard. Ich repräsentiere eine Gruppe, die gern mehr Informationen über die Aktivitäten von Cerberus hätte. Wer sind Sie? Und wen repräsentieren Sie? Wer ich bin, ist ohne Belang. Es reicht, wenn Sie wissen, dass ich ein Agent des Shadow Brokers bin. Wissen Sie, Admiral Kahoku kontaktierte meinen Auftraggeber, weil er Informationen über die Standorte der Cerberus-Stützpunkte suchte. Wir gaben ihm die Informationen unter der Bedingung, dass er uns Kopien aller Dateien aus den Cerberus-Systemen aushändigt. Hatten Sie irgendetwas mit Kahokus Tod zu tun? Wir hatten keinen Grund, ihm zu schaden. Er wollte uns mit Informationen über Cerberus versorgen. Informationen, die nun in Ihrem Besitz sind. Sie müssen Verbindungen zu Cerberus haben, wenn Sie Kahoku sagen konnten, wo er sie finden kann. Informationen sind unser Geschäft, Commander. Durch unsere Kontakte konnten wir herausfinden, dass die Cerberus-Gruppe im Voyager-Cluster aktiv war. Leider konnten wir nicht mehr in Erfahrung bringen. Darum sind wir auch so interessiert daran, die Kopien der Dateien von Ihnen zu erhalten. Das sind geheime Allianzdateien. Ich werde sie Ihnen nicht übergeben. Seien Sie vernünftig, Commander. Cerberus operierte außerhalb der Zuständigkeit der Allianz. Sie schulden Ihnen keine Loyalität. Die Allianz wird diese Informationen einfach in einem Archiv verschwinden lassen. Aber kein Geheimnis bleibt ewig geheim. Letztendlich wird es irgendjemand irgendwann in unsere Hände geben. Das können genauso gut Sie tun. Geben Sie uns die Dateien, dann werden Sie entschädigt. Was haben Sie mit diesen Informationen vor? Informationen sind eine Ware. Sie können ver- und gekauft oder eingetauscht werden. Es geht mich nichts an, was mein Auftraggeber damit vorhat. Ich bin nur der Käufer. Meine Loyalität gilt der Allianz, nicht dem Shadow Broker. Jammer schade, Commander. Mein Arbeitgeber wird das nicht vergessen haben, wenn Sie das nächste Mal etwas von uns wollen. Skipper? Du musst mich nicht so nennen. Ich bin jetzt ein Verräter. Und ich sollte diese Uniform wahrscheinlich nicht mehr tragen. Wir mussten das tun, Shepard. Das wissen Sie. Es gab keinen anderen Weg. Und für mich werden Sie immer der Skipper sein. Oh, Captain. Mein Captain. Zuerst Alfred Tennyson, jetzt Walt Whitman. Du bist voller Überraschungen. Mein Vater liebte diese pralle Poesie. Meine Mutter bevorzugte hingegen Plath. Ich bin keine Frau des Wortes, Shepard. Andere Leute können meine Gedanken besser in Worte fassen als ich. Wir sind Meuterer, die mit einem gestohlenen Schlachtschiff in das gefährlichste System der Galaxis fliegen. Betrachten Sie uns einfach als die besten und klügsten Menschen. Ich sage mir immer wieder, dass wir das Richtige tun. Allerdings glaube ich mir nicht so ganz. Dann glauben Sie mir. Sie tun das Richtige. Der Tod schließt alles ab. Doch etwas vor dem Ende, ein Werk von edlem Ruf, kann man noch tun, das nicht unwürdig ist der Männer, die mit Göttern stritten.
Wir kommen wieder nach Hause, Shepard. Ich glaube, dass du uns da durchführst. Oh, Captain. Mein Captain. Ist mein Rang alles, was du siehst, wenn du mich ansiehst? Nein. Ich sehe einen starken, leidenschaftlichen Mann. Mit einem tollen Hintern. Es gibt Regeln, die uns das untersagen. Weißt du das? Bist du bereit, mit den Konsequenzen zu leben? Ich habe mein ganzes Leben gekämpft, um das zu kriegen, was ich haben wollte. Und dafür musste ich auf viele Dinge verzichten. Während der ganzen Zeit hatte ich nicht einmal das Gefühl, dass ich das, worum ich kämpfte, auch verdient hätte. Bei dir fühle ich mich jedoch gut. Schlaf heute Nacht hier, Ash. Bei mir. Tapfere Worte, Shepard. Das gefällt mir. Dies ist kein Wettbewerb, Ash. Ich mache dir nichts vor, Shepard. Aber du wirst es schon noch lernen. Nicht schlecht. Das gibt dem Runter- und 20 Liegestütze eine ganz andere Bedeutung, was? Würdest du die Augen verdrehen, wenn ich zugebe, dass ich zum ersten Mal seit Monaten das Gefühl habe, dass mit der Galaxis alles in Ordnung ist? Ja. Brücke an Commander Shepard. Wir erreichen in 5 Minuten das Mu-Portal. Die Pflicht ruft. Geh auf die Brücke, Skipper. Ich muss erst noch die anderen Waffen überprüfen. Hey, Shepard? Was immer da unten passiert, da wollte ich vorher nur noch sagen... Warte, weißt du was? Ich sag's lieber nicht. Wenn du das wirklich hören willst, dann musst du schon zu mir zurückkommen. Commander? Wir haben Besuch. Haben Ihre Sensoren uns schon erfasst? Die Tarnsysteme sind aktiv. Solange Sie uns nicht sehen können, wissen Sie nicht, dass wir hier sind. Ich habe ein paar seltsame Aufzeichnungen von der Planetenoberfläche. Bringen Sie uns runter, Joker. Folgen Sie den Koordinaten. Das geht nicht, Commander. Die nächste Landezone ist 2 Klicks entfernt. Zu Fuß werden wir es nicht rechtzeitig schaffen. Bringen Sie uns näher ran. Näher geht es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Mit dem Marco absetzen. Für eine solche Landung brauchen wir mindestens 100 Meter freie Fläche. In Sarens Nähe gibt es nur 20 Meter. 20 Meter? Das reicht nicht, um runterzugehen. Wir müssen es versuchen. Wir müssen eine andere Landezone finden. Es gibt keine andere Landezone. Der Landewinkel ist zu steil. Das ist unsere einzige Chance. Das ist keine Chance, das ist Selbstmord. Wir können nicht... Das kriege ich hin. Joker? Das kriege ich hin. Etwas Beeilung und runter zum Marco. Joker, setzen Sie uns direkt vor seine Füße ab.
Wir müssen in diesen Bunker hineinkommen, bevor Saren die Röhre findet. Diese Tür kann man nicht mit brutaler Gewalt überwinden. Aber Saren hat sie irgendwie geöffnet. Irgendwo in diesem Komplex muss es so etwas wie einen Sicherheitsschaltpunkt geben. Wir müssen einen Weg finden, ihn wieder zu aktivieren. Thank you.
glaube, wir sind fertig, Commander. Schilde sind unten. Kein Kontakt. Ist sicher. Schalten Sie sie aus. Sicher.
glaube, wir sind fertig, Commander. Hier gibt es noch Strom. Dieses System hat anscheinend einen eigenen Generator. Ich wette, dies ist der Kommandoraum für den ganzen Komplex. Sarens Truppen müssen von hier aus die Türen versiegelt haben, nachdem er reingegangen ist. Wir müssen herausfinden, wie wir die Sicherheitsblockade aufheben können, um in den Bunker hereinzukommen. Wir müssen uns beeilen. Saren hat bereits einen Vorsprung. Wir müssen ihn finden, bevor er die Röhre findet. Falls er sie noch nicht gefunden hat. Ansonsten laufen wir in eine Falle. Dieses Risiko müssen wir eingehen. Moment! Da passiert gerade etwas. Zu spät. Können nicht. Invasionsflotten. Kein Entkommen. Vielleicht eine Art Nachricht. Aber ich verstehe diese Sprache nicht. Könnte proteanisch sein. Dann muss diese Aufzeichnung 50.000 Jahre alt sein. Kein Wunder, dass wir sie nicht verstehen. Die Nachricht ist verstümmelt, aber ich kann einige Worte verstehen. Es ist eine Warnung vor einer Reaper-Invasion. Unglaublich. Die Dechiffrierung muss Ihnen ein Verständnis der proteanischen Sprache übermittelt haben. Nicht sicher. Suchen Schutz. Den Archiven. Was wird da gesagt? Können Sie es verstehen? Night Reaper. Die Zitadelle. Überwältigt. Einzige Hoffnung. Verzweiflungsakt. Die Röhre. Alles verloren. Etwas über die Röhre, aber es ist zu undeutlich, um es interpretieren zu können. Wir müssen los. Nicht aufzuhalten! Nicht aufzuhalten!
ob wir den Panzer nehmen sollten, um in diesen düsteren Untergrundbunker einzudringen? Ich hatte erwartet, dass Saren uns eine Falle stellt oder in einen Hinterhalt lockt. Sie müssen zu sehr in Eile dafür gewesen sein. Oder die böse Überraschung kommt noch. Was sind das für Dinge an der Wand? Irgendwelche Behältnisse? Sie sehen aus wie Stasis-Kapseln. Wahrscheinlich haben die Was passiert hier? Eine Falle. Saren hat einen Hinterhalt vorbereitet. Ich glaube nicht, dass Saren dahinter steckt. Was werden wir Ihrer Meinung nach da unten finden? Es muss nützlich sein, wenn es speziell für uns bestimmt ist. Ich vertraue nicht darauf, dass irgendjemand auf unserer Seite steht. Nicht mehr. Sie sind keine Proteaner, aber auch keine Maschinen. Diese Möglichkeit ist eine der vielen eingerechneten Wahrscheinlichkeiten. Deswegen haben wir unsere Warnung über die Sender übermittelt. Scheint ein Programm der Kategorie VI zu sein, allerdings stark beschädigt. Sie scheinen keine Kennzeichen der Indoktrinierung zu tragen. Nicht wie die anderen, die kürzlich hier waren. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Moment mal, wieso kann ich das alles verstehen? Warum sprechen Sie nicht in der proteanischen Sprache? Ich habe Ihre Kommunikation überwacht, seit Sie hier in der Station sind. Und ich habe meine Ausgabe so modifiziert, dass Sie sie verstehen können. Ich heiße Vigil. Sie sind hier in Sicherheit. Im Augenblick. Aber das wird sich sicher ändern. Schon bald gibt es keinen sicheren Ort mehr. Sind Sie eine Art Programm mit künstlicher Intelligenz? Ich bin ein fortschrittliches, non-organisches Analysesystem mit persönlichen Abgleichungen von Kaysat Aishan, dem Superinspektor der Eilos-Forschungseinrichtung. Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie müssen einen Zyklus durchbrechen, der seit mehr als 1 Million Jahre Bestand hat. Aber dazu müssen Sie verstehen. Sonst werden Sie die gleichen Fehler machen wie wir. Die Zitadelle ist das Herz Ihrer Zivilisation und der Sitz der Regierung. So war es bei uns auch. Und bei allen Zivilisationen, die vor uns da waren. Aber die Zitadelle ist eine Falle. Die Station ist im Grunde ein riesiges Massenportal. Sie ist das Tor zum Orkusnebel, zur unendlichen Leere hinter dem Horizont der Galaxie. Wenn das Citadel-Portal aktiviert wird, werden die Reaper auftauchen. Und sie werden alle vernichten. Wieso hat noch niemand festgestellt, dass die Citadel ein inaktives Massenportal ist? Die Reaper haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit das Geheimnis der Citadel gewahrt bleibt. Sie haben eine Spezies wohlgesonnener organischer Verwalter erschaffen. Die Keeper kümmern sich um alle Grundfunktionen der Station. Sie ermöglichen, dass alle Spezies, die die Zitadelle entdecken, die Station nutzen können, ohne die Technologie ganz zu verstehen.
Diese technische Abhängigkeit gewährleistet, dass kein anderes Volk das Geheimnis der Zitadelle entdeckt. Nicht bis das Portal aktiviert wird und die Reaper einfallen. Wie können die Reaper im Orkusnebel überleben? Wir haben nur Theorien. Die Forscher hier kamen zur Überzeugung, dass die Reaper lange Phasen der Inaktivität einlegen können, um Energie zu sparen. So können sie viele tausend Jahre darauf warten, dass sich wieder neue organische Zivilisationen bilden. Aber in diesem Zustand sind sie verwundbar. Sie ziehen sich hinter den Horizont der bekannten Galaxie zurück, um nicht versehentlich entdeckt zu werden. Sie bleiben so lange unerkannt, bis das Zitadellportal aktiviert wird. Die Reaper können den Rat und die Zitadellflotte mit einem Überraschungsangriff auslöschen. Das war unser Schicksal. Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden. Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadelle und damit die Massenportale. Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen. Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt. Und damit eine einfache Beute für die Reaper. In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus. Welt um Welt, System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet. Aber es muss doch Überlebende gegeben haben. Über die Zitadelle hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen. Information ist Macht. Und sie wussten alles über uns. Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie. Einige Welten wurden komplett zerstört. Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt. Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper. Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf und wurden von ihnen an die Maschinen verraten. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt. Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich. Eine Sache verstehe ich nicht. Wohin sind die Reaper gegangen, nachdem sie ihre Leute besiegt hatten? Unsere Welten waren ausgebeutet. Durch diese indoktrinierten Sklaven. Alles von Wert, alle Ressourcen und Technologien waren geraubt worden. Nachdem die Reaper sich sicher waren, alles organische Leben ausgelöscht zu haben, zogen sie sich über das Zitadellportal zurück in den Orkusnebel und versiegelten das Portal. Alle Hinweise auf die Reaper-Invasion waren beseitigt worden. Sie ließen nur ihre indoktrinierten Sklaven auf sich allein gestellt zurück. Geistlose Hüllen, die zu keinen eigenen Gedanken fähig waren und schon bald verhungerten oder an atmosphärischer Strahlung starben. Damit war der Genozid der Proteaner komplett. Was sind die Beweggründe der Reaper? Wieso wiederholen sie dieses Genozidmuster wieder und wieder? Die Motive der Reaper sind für uns nicht nachvollziehbar. Vielleicht benötigen sie Sklaven. Oder Ressourcen. Wahrscheinlich aber werden sie von Motiven angetrieben, die organische Lebewesen niemals nachvollziehen können. Aber das ist nicht entscheidend. Ihr Überleben hängt nicht davon ab, dass sie sie verstehen, sondern aufhalten. Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel. Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportaltechnologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadelle haben, dem Knotenpunkt des Portalnetzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadelle. Wie haben Sie es geschafft, nicht entdeckt zu werden? Alle offiziellen Aufzeichnungen des Projekts wurden bei der ersten Angriffswelle auf die Zitadelle vernichtet. Während das Proteanische Reich fiel, blieb Eilos verschont. Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive. Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Die Reaper blieben und meine Energiereserven gingen zur Neige. Sie hätten kämpfen sollen. Wir waren wenige hundert gegen eine galaktische Invasionsflotte.
Unsere einzige Hoffnung war, unentdeckt zu bleiben. Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Citadel-Portal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln. Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Sie waren darauf programmiert, sie zu schützen, nicht sie zu töten. Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind. Ich verstehe die Zusammenhänge immer noch nicht. Warum versucht Saren, die Röhre zu finden? Über die Röhre hat er Zugriff auf die Zitadell und die Keeper. Die Keeper werden durch die Zitadell kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Zitadell-Portal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann. Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Zitadell und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereign das Signal zur Zitadell gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht. Die Reaper sind im Orkusnebel gefangen. Saren kann offensichtlich die Röhre einsetzen, um alle externen Verteidigungssysteme der Zitadell zu umgehen. Das ist richtig. Und wenn er erst einmal drinnen ist, kann er die Kontrolle der Sovereign überlassen. Die Sovereign wird die Systeme der Zitadell überschreiben und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Gibt es einen Weg, sie aufzuhalten? In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Zitadell erreichen, laden Sie diese Daten hoch. Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Zitadell überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen.